Moin Leute, hier zurück bei Motor für 3 mit den Herausforderungen. Woche 1, Saison 6 hat mich jetzt begonnen. Da gibt es wieder Herausforderungen. Einige sind schnell zu machen, schnell zu erledigen. Diesmal gibt es aber nur 4 Wochen komischerweise. Keine 8 Wochen wieder. Und dann gibt es zum Ende hin einmal gevierteilt hier einmal die Tarnung, wenn man das alles jede Woche erledigt. Zudem gibt es natürlich immer EP, den sollte man mitnehmen. Und ihr habt die Möglichkeit natürlich auch bei Zombies oder Battle Royale das zu erledigen. Ich mache es immer im Multiplayer bei Modern Warfare 3, deswegen auf was anderes gehe ich nicht ein. Zudem habe ich die ganze Zeit nur immer kleine Karten Moshpit gespielt oder aktuell Ghost Ship, kam mir noch dazu, aktuell diese Saison. Und aktuell ist natürlich auch noch so sehr viel aktiv, wie gesagt, Doppel-XP ist gerade aktiv. Fegefeuer Insel, ja, da müsst ihr auf die Insel erkunden, die abgedrehte Insel Fegefeuer, und schließe Event-Herausforderungen für Belohnung ab. Da steht hier auch, was ihr machen müsst immer. Ja, da gibt es auch noch ein paar Sachen zu holen, wenn ihr Bock habt. Zum Ende gibt es hier einmal Wolkenfaszination, hier einmal die Tarnung. Ja, wenn ihr Bock habt, wie gesagt, es gibt viel zu tun aktuell. Das ist schon ganz gut so. Und wie gesagt, neue Season hat begonnen. So, also, erreiche 40 Operator-Abschlüsse. Easy. Einfach 40 Operator-Abschlüsse machen, fertig. Erreiche 15 Operator-Abschlüsse mit Explosionen. Ja, da habe ich einfach eine Weste reingenommen, wo ich mehr Granaten habe. Also ich habe dann halt hier die Weste reingenommen, damit ich dann halt zweimal Haftgranate zum Beispiel habe. Ihr könnt auch Raketenwerfer nehmen, ist egal. Ich habe hier eine Sprengkommando-Weste genommen, habe hier dann, wie gesagt, Haftgranaten reingenommen. Und dann, oder normale Granaten geht auch, dann war das Ding erledigt. Aber ihr könnt auch andere Explosionssachen nehmen, wie zum Beispiel, wie gesagt, Raketenwerfer. Hauptsache es explodiert. Ja, das ist wichtig, Hauptsache es explodiert. Ihr könnt die Sachen auch, wie gesagt, hinzufügen. Wie gesagt, ihr könnt ihr verfolgen, ja, und entfernen. Dann wisst ihr, wie weit ihr seid. Also fügt ihr hinzu. Dann seht ihr das hier im Hauptmenü bei verfolgt, was ihr hier habt. Und wenn ihr im Spiel seid, könnt ihr Escape drücken, dann seht ihr, wie weit ihr seid. Das sollte man auf jeden Fall machen, weil sonst wisst ihr eventuell nicht, ob ihr da einen Fortschritt habt oder nicht. Vielleicht macht ihr irgendwas falsch, um die Herausforderung abzuschließen. Deswegen immer zur Verfolgung hinzufügen. Dann erreiche 20 Operator-Abschlüsse mit einer Waffe im Einzelschussmodus. Ja, dann macht ihr, egal welche Waffe, drückt ihr einfach auf der Tastatur auf B, da habt ihr seit dem Einzelschuss, wie es auf der Konsole aussieht, etc., weiß ich nicht. Einzelschuss heißt, wie gesagt, immer müsst ihr einmal drücken, dann schießt ihr einmal. Ja, und bei Tastatur, beim PC ist es B drücken, dann seht ihr unten rechts irgendwo Einzelschuss und dann müsst ihr halt da 20 Operator mit abschießen. Ging auch ganz schnell. Hatte ich keine Probleme. Dann erreiche 3 Operator-Abschlüsse durch Weitschüsse oder Kollateralabschüsse. Lustigerweise habe ich das mit der Moskito erledigt. Ja, Weitschüsse ist klar. Müsst ihr weit, sehr weit weg sein. Lustigerweise, wie gesagt, habe ich kleine Karten Moshpit gespielt und ich habe halt dann einfach, ich habe einfach dann mit der Moskito gespielt und das hat sich dann irgendwann auf einmal erledigt. Warum, weshalb, weiß ich gar nicht genau, aber sonst ist es halt eben Weitschüsse, ne? Wisst ihr, müsst halt weit entfernt sein, jemanden erwischen. Aber ich habe halt, wie gesagt, hier einmal das mit der Moskito Grunde erledigt. Auf einer kleinen Map, auf einmal war das Ding durch. Ich weiß nicht, ob man dadurch Collateral Damage macht, weiß ich nicht genau. Aber ja, Weitschüsse halt, ne? Sonst ja, hat sich dann alleine gelegt. Erreiche 30 Operator-Abschüsse in geduckter Haltung. Ja, müsst ihr halt eben geduckt sein und dann Operator abschießen. Hat es dann auch immer alleine erledigt. Das könnt ihr auch gut alles kombinieren, wie gesagt. Dann erreiche 20 Sofortabschüsse von Operators. Das habe ich noch nicht fertig gemacht. Nimmt ihr halt einen Sniper mit Einfachschuss, wo jemanden erwischt und dann das Ding ist der auch weg dann, ne? Also. Sofortabschüsse heißt ein Schuss, der liegt. Ja, auch ganz einfach. Dann erreiche 3 Doppelabschüsse bei Operators. Erreiche 3 mal Doppelabschüsse bei Operators. Ja, hat sich auch irgendwie auf einmal erledigt. Wie gesagt, auf Doppelabschüsse müsst ihr halt immer 2 Leute auf einmal erwischen. Das 3 mal. Da seid ihr auch durch. Das ging eigentlich diese Woche wieder richtig fix. Dann kriegt ihr Jack Salvo hier einmal für die Cut AMR. Und dann habt ihr das auch schon fertig. Es geht diese Woche richtig fix und man sollte auch diese Woche spielen wegen Doppel-XP. Dazu muss ich auch sagen, ich spiele gerade aktuell über den Game Pass. Ich weiß nicht, ob es ein Game Pass aktiv ist über Battle.net nicht, das weiß ich gerade nicht. Und einige Sachen sind hier reingerutscht. Wie gesagt, ich spiele aktuell jetzt immer nur noch über den Game Pass auf PC. Ja, und dann habt ihr das Ding freigespielt und dann könnt ihr das Ding einsetzen. Dann habt ihr nämlich eine Sniper- und Raketenwerfer-Funktion sozusagen. Ich zeig's mal kurz. Wie gesagt, hier müsst ihr dann das Jack-Umbau-Kit einbauen, ja. Jack Salvo, eine Scharfschützen-Modifikation, die antimateriell Sprengraketen abfeuert, die erheblichen Explosionsschaden anrichten. Vorteile: Raketenprojektil, Rückstoßkontrolle, ZV-Geschwindigkeit und Nachteile: Geschossgeschwindigkeit. Sieht man hier ja, aber wie gesagt, Raketen, ne? Raketen sind dann drinne. Welche Konfiguration man am besten mit dem Ding nimmt, das weiß ich noch nicht genau. Das muss ich dann nochmal testen, aber wie gesagt, die Cut AMR ist auf jeden Fall dann mit Raketen bestückt und das wird bestimmt lustig. Ja, das könnt ihr bei Scharfschützengewehren suchen hier. Bei Scharfschützengewehren Cut AMR ist auch gerade eine empfohlene Waffe. Und dann könnt ihr die halt spielen und dann euren Spaß haben.
Wie sie jetzt anfühlt, die Waffe wird sich dann rausstellen, das will ich dann mal gucken. Aber aktuell, wie gesagt, ist Doppel-XP überall aktiv. Das heißt, jetzt viel spielen, damit der Battle Pass auch gelevelt wird. Wie gesagt, da bin ich jetzt im Moment auch gut dabei. Haben wir den großen Battle Pass gegönnt für 2400, 2500 Credits, weiß ich gar nicht mehr genau. Und jetzt, ja, habe ich alle Waffen soweit frei schon mal von dieser Season. Und einige Sachen starten halt erst später. Das hier startet später. Da oben kommt auch noch was. Und ein paar Sachen werden auf jeden Fall noch released hier. Die Season geht aktuell noch 48 Tage. Also wir haben noch genug Zeit, alles fertig zu kriegen. Aber man sollte auf jeden Fall jetzt aktuell die Doppel-XP mitnehmen. Und die täglichen Herausforderungen hier natürlich auch fertig machen, die hier rechts stehen. So, ja, das soll es gewesen sein. Danke fürs Zusehen. Reingehauen, viel Spaß beim selber spielen. Und bis zum nächsten Mal. Reingehauen nochmal. Und danke für den Support. Tschüss.